Bereits zum dritten Mal in dieser Saison trifft Schwarz-Gelb auf Mönchengladbach. Und zum dritten Mal in dieser Saison wollen unsere Jungs klar machen, dass nur die schwarz-gelbe Borussia dieses Duell gewinnen kann. Ja, und vor diesem Duell begrüße ich einen ganz besonderen Gast. Unser Trainer ist bei mir. Ich begrüße Lucien Favre. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Lucien, ja, die Trainingswoche ist absolviert. Das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach steht an. Bist du jetzt etwas ruhig oder ruhiger? Freust du dich auf das Spiel oder bist du nervös, weil die Partie jetzt immer näher rückt? Ich bin ganz normal. Wir haben bis jetzt eine gute Woche gehabt, gut trainiert. Und alles bis jetzt ist perfekt. Also du bist zufrieden und keine Aufregung? Nein. Das ist gut. Ja, und die Jungs von Lucien wollen natürlich mit Rückenwind in die Partie gegen Borussia Mönchengladbach gehen und den Rückenwind natürlich mitnehmen. Und dass es in den letzten Partien sehr gut gelaufen ist, das schauen wir uns jetzt an. Ja, da waren tolle Tore bei. Wir haben für euch eine Top 10 des Februars herausgesucht und die findet ihr auf unseren Kanälen. Natürlich, Lucien, hattest du bei den Toren hier vom Februar einen Favoriten? Ein Tor, wo du sagst, oh, das war besonders wichtig oder das hat mir besonders gut gefallen? Ja, fast alle, was ich gesehen habe. Zum Beispiel die 2-0 von Sancho. Es war wichtig. Nach dem Spiel war fertig. Es war wichtig, das Tor jetzt zu machen, diesen Punkt. Ja. Oder nachher, der Hammer von Erle? Nein, natürlich. Aber 2-0 war sehr wichtig. Nachher ja, viele Tore von. Auch das Tor von Piszczek. Vom alten Mann. Ja, aber ganz wichtig. Er ist nicht hinten geblieben. Er hat gespürt, es genügt 2-1 zu bleiben. Ich muss nach vorne. Und er hat ein Tor geschossen mit seinem Linksfuß. Wir wissen, Piszczek ist sehr geschickt. Er war früher Stürmer oder Flügelspieler. Bis er dich kennengelernt hat. Ja, in Berlin. Ja, wir haben uns kennengelernt. Und dann war er plötzlich hinten. Ja. Und er macht das Tor mit seinem Linksfuß. Andere Kombination, wo Sancho dribbelt auf der linken Seite, Flanke für Witzel. Natürlich das Tor gegen Paris Saint-Germain, die 2-1 ist auch ein sehr schönes Tor von Gio Reyna. Der fixiert, der spielt direkt für Haaland, der bewegt sich gut ohne diese Bewegung und ohne diese, wie sagt man, fantastische Pass von Gio und Bewegung von Haaland, du hast kein Tor. Ja, die jungen Leute, die machen sehr viel Spaß, das muss man schon sagen. Ja. Gerade in den letzten Wochen, haben wir es auch gesehen, ist die Defensive stabiler geworden, deutlich stabiler geworden. Wird sowas eher auf dem Platz oder durch Videositzungen erzielt? Oder wie erklärst du dir das, dass das jetzt wirklich richtig gut ausschaut? Erstens, wir haben unser System geändert schon vor ein paar Monaten. Mhm. Und wir haben nur einmal gewechselt, es war in Leverkusen. Und viel Video natürlich und viel Gespräch und vor allem auch auf dem Platz. Wir machen ein wenig mehr hier, weil das ist wichtig. Auf dem Platz zu arbeiten ist immer das Wichtigste. Mhm. Du bist mittlerweile seit fast 25 Jahren Trainer.
Was macht der Job für dich aus? Was treibt dich an? Was motiviert dich, jeden Tag wieder auf den Trainingsplatz zu gehen? Auf den Platz zu gehen. Ja? Das ist, was ich sehr gern habe, auf dem Platz, weil ich sehe einen Ball, ich muss den Ball nehmen. Und natürlich, es gefällt mir auf dem Platz mit den anderen zu arbeiten, ein paar Übungen machen mit dem Spieler. Und das habe ich gern. Das ist, der Ball ist mein ja, seit ich Kind bist, nicht Kind, seit 8 Jahren, als ich 8 Jahre, ich habe angefangen und es ist schwer, wenn ich einen Ball sehe, nicht zu machen. Aber es ist ja auch schön, in so wunderschönen Stadien Spiele zu gewinnen, oder? Ja, natürlich. Hier. Ja, zum Beispiel. Ja, natürlich. Es ist ein, generell, denke ich. Generell, aber auch hier, es ist sehr speziell. Es ist natürlich viele Zuschauer, gelbe Mauer, aber nicht nur die gelbe Mauer, sie sind andere, sie ist auch fantastisch. Die Stimmung ist immer fantastisch hier. Jeder Spieler beschreibt dich als sehr akribisch. Du möchtest jedes Detail bei jedem Einzelnen verbessern. Wie viel Zeit bleibt dir im normalen Trainingsbetrieb für diese Arbeit, jeden Einzelnen zu verbessern? Hat man da überhaupt die Zeit für? Ja, man muss die Zeit finden und es ist okay. Wie gesagt, wir müssen als Trainer mit dem Spieler sprechen, individuell, kollektiv manchmal. Ich mache das sehr, sehr gern. Und auch auf dem Platz. Und für mich auf dem Platz ist das Wichtigste, weil es ist die Realität. Ja, das stimmt. Was zu verbessern ist natürlich die Technik. Wie ein Pianist seine Basis. Muss das machen, die Spieler müssen das machen auch. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass sie sich verbessern mit ihrem Linksfuß, Rechtsfuß. Nicht nur am Boden, besser am Boden, aber in die Luft auch und so weiter. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Du hast mehr Spaß nachher Fußball zu spielen, wenn du kann viel mit dem Ball machen. Wenn du jeden Einzelnen besser machst, gewinnst du auch mehr Spiele, das ist ganz klar. Ja. Auf jeden Fall ist Lucien bei jedem, der ihn kennt, sehr, sehr beliebt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Norbert. Gibt es eigentlich auch etwas, was dich richtig sauer werden lässt, dass du so richtig aus deiner Haut fährst? Wenn etwas sehr unprofessionell ist. Das hast du. Ich hasse das. Ich hasse das. Ja. Ich bin kann sehr sauer sein. Das kann ich nicht akzeptieren. Wir haben einen Job, es ist dann schon ein Privileg, das zu machen. Und wenn wir nicht alles geben, auch im Training, natürlich auch im Spiel, das ist ganz normal, klar. Aber auch im Training, ja, das gefällt mir nicht so. Und da bin ich nicht zufrieden. Der Altersunterschied zwischen dir und den Spielern, mit Verlaub, der ist ja schon inzwischen recht groß. Teilweise ist der größer als der zu deinem Sohn. Wie schaffst du es, zu den jungen Menschen so einen guten Draht herzustellen? Ich habe immer guten Kontakt mit dem Spieler, weil ich spreche regelmäßig mit den Spielern, alle zusammen und auch individuell. Und habe immer ein Wort für einen Spieler und es gefällt mir, dass wir tauschen. Mit den Jungs zu kommunizieren. Ja, ne? Ja. Und ich fühle mich auch nicht sehr alt,
Ich kann auch mit dem Ball viele, viele Sachen machen, auch Technik. Es gefällt mir und es ist wie gesagt, ich fühle mich gut in Form und das ist wichtig. Das ist wichtig. Und es ist auch gut für mich, dass ich mit diesen Jungen spreche, regelmäßig spreche. Was hätte denn der heutige Trainer Lucien Favre am ehesten beim jungen Spieler Lucien Favre verbessern wollen? Ja, ich erinnere mich damals, als ich angefangen habe, ich war 19 und er hat mir gesagt, du musst ein wenig Kraft machen, weil ich war so. Und ich habe gesagt, nein, das interessiert mich nicht. Natürlich ein paar Sachen, taktische Sachen, die sind wichtig. Aber zu unserer Zeit war die Taktik noch nicht so wie heute. Viel komplizierter. Heute, ne? Ja, es ist ganz, ganz anders geworden. Aber ich war ein Mittelfeldspieler. Insgesamt Mittelfeldspieler Nummer 6, 8 oder 10. Ich konnte alles machen. Aber ich habe überall gespielt. Ich habe Linksflügel gespielt, Rechtsflügel, Stürmer oder falsche Stürmer. Und am Ende meiner Karriere, ich habe Innenverteidiger auch gespielt. Ja, konnte alles. Man muss Zeit geben an den Spieler. Manchmal wir sind zu schnell, manchmal enttäuscht von einem Spieler und viele Spieler, sie brauchen mehr Zeit, als wir denken, ich denke. Und man muss aufpassen bei der Ausbildung und nicht sofort sagen, der kann nichts, und so weiter. Wir müssen offen, sehr offen bleiben, weil du weißt nicht, wie sie denken, wie sie reagieren, das ist so. Ob dir allerdings deine Vielseitigkeit, die du damals auf dem Feld gezeigt hast, weiterhelfen wird, weiß ich nicht, weil jetzt gibt es das Duell Lucien gegen Norbert. Tor oder kein Tor? Oh. Tor. Wenn ich das gewesen wäre, würde ich 3, 2, 1. Ja. Das war ich nicht. Ja, gut. 1-1. Noch, jetzt gibt es noch zwei. Ja. War das Sebastian Kehl? 3, 2, 1. Tor. Er hat nicht viele gemacht. Ja, aber es ist eine Ausnahme. Das wäre zu einfach. Nein, ich werde ihm sagen, Katastrophe. Der lässt dich schön hängen. Oh, unglaublich. So, und jetzt ist... Kein Rechtsfuß. Ist nur, dass er nicht umfällt. Wie kannst du das verpassen? Sebastian, frag den Sebastian. Ja, ich werde ihn fragen. Jetzt gibt es noch eine Szene. Unsere Zuschauer können uns immer Szenen zuschicken. Das ist die dritte. Das ist meistens die schwerste. Den jetzt machen. 3, 2, 1. Tor, ich habe gewonnen. Ich hatte nur 3-2, aber. Ist noch nicht fertig. Doch. Mann, ist zu kurz. Es dauert eine Minute. Ja, aber wir haben keine Szenen mehr. So, wir schauen mal auf den zwischenzeitlichen Stand. 37-36. Ich habe wirklich vom ersten Spieltag an kämpfen müssen und bin jetzt in Führung, bin total happy. Und den Trainer zu schlagen ist etwas Besonderes. Und da werde ich heute sicherlich heute Abend ein schönes Gläschen Wein trinken.
und an unseren Trainer denken. Ja, hier haben wir ein wunderschönes Bild, das haben wir letzte Woche gemacht. Letzte Woche konnte ich ja nicht, da war Ovo und Axel hier im Studio. Die beiden unterschreiben das natürlich und wir versteigern auch dieses Bild auf unseren Internetseiten für den guten Zweck, das heißt für unsere Stiftung. Und auch wir beide haben ein tolles Foto gemacht, das könnt ihr allerdings erst nächste Woche ersteigern. Ja, da freuen wir uns drauf. Wir drücken natürlich alle Daumen. Eine letzte Frage. Was muss der Mannschaft gelingen gegen Gladbach, damit sie den Platz als Sieger verlässt? Was glaubst du? Ja, Gladbach macht eine sehr gute Saison. Sie sind gut, sie haben einen sehr guten Kader. Wir müssen eine Top-Leistung bringen, weil wir müssen sehr clever sein, defensiv. Sehr kompakt stehen. Natürlich, die Offensive mache ich mich keine große Sorge. Wir haben regelmäßig Torchancen kreiert, aber wir müssen trotzdem clever, sehr clever auch spielen, offensiv. Intelligent spielen. Und weil sie pressen sehr gut. Sie machen viele Tore nach Balleroberung, nach Pressing. Und wir müssen auch stark sein in dieser Branche. Weil Balleroberung ist Ballbesitz auch. Und es ist immer gefährlich, wenn du den Ball eroberst, hier oder hier oder so. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass unser Trainer genau die richtige Taktik wählen wird, damit wir in Gladbach gewinnen und mit einem Dreier nach Hause fahren. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Eine Mannschaft, die in der Tabelle direkt hinter uns steht. Also von daher ein doppelt wichtiges Spiel. Wir drücken natürlich alle die Daumen, drückt ja. Alle Zuschauer drücken die Daumen, dass wir das Spiel gewinnen. Also kommt nicht ohne Dreier wieder zurück nach Dortmund, dann würden wir uns freuen. Ihr zu Hause drückt die Daumen, der Trainer macht es auf der Trainerbank und ich beim Netradio. Also normalerweise kann nichts schief gehen. Das war's von unserem Feiertagsmagazin in dieser Woche. Also nochmal vielen Dank, dass du da gewesen bist. Und tschüss, macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss, merci.